Homeoffice. Das ist zurzeit die Frage, die uns Arbeitgeber und Arbeitnehmer am meisten im Zusammenhang mit dem Coronavirus stellen. Die Arbeitgeber möchten gerne ihre Arbeitnehmer ins Homeoffice schicken und viele Arbeitnehmer möchten auch gerne im Homeoffice arbeiten. Deshalb sozusagen kleine Anregung vorweg, bevor wir jetzt rechtlich erklären, wie die Situation ist. Vielleicht ist das zurzeit gar nicht so dringend erforderlich. Sprecht einfach miteinander und ihr seid meistens wahrscheinlich dem gleichen Interesse unterlegen und wollt beide dasselbe, nämlich dass der Arbeitnehmer in Homeoffice arbeitet. Aber die rechtliche Situation sieht, wenn man es ganz genau betrachtet, ein bisschen anders aus. Also weder der Arbeitgeber kann jetzt entscheiden, dass er seinen Arbeitnehmer einfach so in Homeoffice schickt, noch der Arbeitnehmer kann sagen, ach übrigens, lieber Chef, ab morgen mache ich Homeoffice. Der Blick, der muss da wie immer eigentlich in den Arbeitsvertrag gehen. Ist da irgendwo angelegt, dass eben der Arbeitgeber im Wege seines Direktionsrechts eben euch ins Homeoffice schicken darf als Arbeitnehmer und andersrum, lieber Arbeitnehmer, auch da musst du natürlich dich so ein bisschen nach dem Arbeitsvertrag richten und kannst nicht einfach zu Hause bleiben. Das heißt, man muss eben wirklich gucken, gibt es eine Berechtigung für Homeoffice? Das Ganze kann natürlich auch durchs Ausleben des Arbeitsvertrages verändert werden. Also es kommt nicht nur darauf an, was im Arbeitsvertrag drinsteht, sondern wie ihr es auch über Jahre gehandhabt habt. Also sprich, man kann auch einen Arbeitsvertrag modifizieren. Aber ganz grundsätzlich, wie gesagt, kann es der Chef nicht einseitig anordnen, aber zurzeit ist es häufig im beiderseitigen Interesse, dass Homeoffice praktiziert wird. Deshalb mein Tipp zurzeit: Arbeitsrecht ist grundsätzlich sowieso ein Recht, wo Arbeitnehmer und Arbeitgeber ja eigentlich miteinander auskommen wollen, miteinander reden sollen. Also sprich, redet miteinander und ich glaube, dann findet ihr wahrscheinlich eine gute Lösung, die vermutlich heißt Homeoffice. Aber sprecht mit eurem Arbeitgeber oder mit euren Arbeitnehmern. Wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt, ne, das ganz klar, könnt ihr uns dazu Kommentare schreiben, aber wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, wir beantworten ganz, ganz viele Fragen rund um das Thema Coronavirus, Arbeitsrecht, Reiserecht, alles, was euch so einfällt und wir finden es ganz spannend, was ihr alles für Fragen habt. Schreibt die auch ruhig unter dieses Video, auch wenn es mit der Sache jetzt gar nichts zu tun hat. Wir gucken uns das regelmäßig an und machen eigentlich immer wieder Videos mit euren Fragen, also beantworten eure Fragen. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber ich sag mal so nach 1, 2, 3 Tagen kommt hoffentlich ein Video, das genau vielleicht auch deine Frage dann beantwortet. Ich bin gespannt.